Kannst losgehen, Tante Sani. Mit deinem Mortadella-Brot. Nee, ich weiß, es ist die Veggie-Mortadella. Nicht vegan, sondern vegetarisch. Und eine Mandarine, die du aus Gillersheim mitgebracht hast, ne? Ja, nee. Doch. Geschenk gekriegt. So, und dann mit dieser Information können wir jetzt dann auch das nächste Let's Play starten. Das ist jetzt das dritte Let's Play, der dritte Teil. Und ja, bevor es losgeht, solltest du dich bereit machen. Ich habe meinen schwarzen Tee mit Captain Jack oder so, also Rum, Überseerum und ein bisschen Kandiszucker. Lecker, von Gute Münze, das Gute. Ach so, ja natürlich, natürlich. Aber die heißt Calliope. Ach ja. Für Frankreich reicht's, ja. Spielen! Wir steigen einfach mal ein jetzt hier in die ganze Geschichte. Ach ja. Ja, hier war der Geist. Das war hier von Zwiller. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Thriller Night. Jetzt singen wir doch wie eine Sirene und es ist grauenvoll. Gestern habe ich noch gesagt. Es ist zu dunkel, um weiterzugehen, wenn ich bloß das Licht einschalten könnte, um den Rest des Raumes zu sehen. Ich hatte über Leonardo DiCaprio gesprochen an dieser Stelle. Und ich dachte an einen der Background-Tänzer von Michael Jackson. Aber da ist da auch, dass die dann die Treppe da runterkommen. Hä? Der ist ertrunken, der ist tot. Ja, aber nur weil sie ihn nicht auf dieses blöde Brett gelassen hat. Was haben wir denn hier? Ehrlich, wer kann den denn absaufen lassen? Ehrlich mal, also der. Die hätte gesagt, komm her, nehme dich zwischen meine Brust und wärme dich. Oder zwischen meine Beine oder so, ja. Ja. So, wir haben ein Rohr und einen Gurkenzieher. Ich habe erstmal ein richtig dickes Rohr. Wie hieß denn die Schauspielerin damals, die da auf diesem Brett gehockt hat? Kate Winslet, ja, da, ich weiß nicht, also da kriegst du ein halbes Rohr. Ein halbes? Die ist nicht so toll. Geht so, ne? So, die Maschine wird erst starten, wenn Benzintank voll ist. Leerer Benzinkanister, das ist ja blöd. Aber wir können jetzt mit dem Korkenzieher hier den Korken rausholen und hier so ein bisschen Benzin. Mit dem Rohr, ja, richtig verdunsten lassen. Und dann hier Kanister darunter und Abfahrt. Das kann jetzt einen Augenblick dauern. Glock, Glock, Glock. So, fertig. Dann ab rein damit in dieses. Achso, ich muss erst aufhören. In dieses Apparaturdingens. Uraltes Benzin, das läuft auch. Zack, wäre fast angesprungen. Einfach so, Grabums. Na, guck mal, wie schick das hier alles ist. Nö, ich habe keinen Knauf. Ja, der geht irgendwie da rein, da, glaube ich. Repariere die Uhren. Die Uiguren. Noch später. Ich kann dann diese Metallbalken etwas befestigen, um zu einem anderen Wack hochzuklettern. Ja, so, warte mal, hier ist ein Wimmelbild. Sehr schön. Das Bild nicht. Na gut, schade. Gar nichts. Der Deckel ist locker, vielleicht kann ich ihn mit etwas Handfestem aufbrechen. Damit. Ruf. Ein Rasierpinsel. Viererregel. Wo ist. Oh, da, tatsächlich ein Rasierpinsel. Ich erinnere mich sehr an deinen. Die sind ja auch alle sehr ähnlich. Die Zähne. Ich hab. Ein improvisiertes Seil habe ich gefunden. Nee, noch nicht, noch nicht. Jetzt bin ich auf der Brücke.
Oh ja, da ist er doch wieder. Thriller Night. Murray, you've sentenced us to death at the hands of your Praetorians. Schon wieder eine Skotter. Ich muss irgendwie dieses Funkgerät einschalten und das Schiff kontaktieren, das auf Kingsmouth zusteuert. Ja. Wenn ich die Safe-Ziffernscheibe finde, könnte ich den Safe mittels Stethoskop öffnen. Ja. Harpune. So, ich habe 3 Kabel gefunden. Die kann ich jetzt vielleicht hier irgendwie. Ja, irgendwie. So. Ne? Und es soll Mr. Krabs werden. Das heißt, die Beine sind schon mal korrekt, Rot ist schon mal gut, Gelb soll die Schale sein, das, oh Gott, das ist ja, machen wir erstmal das Gesicht, wenn es überhaupt möglich ist. So, jetzt. Okay, ich verstehe. Gut. Dann... Okay, das ist auch verkehrt. Alles klar, ich hab's. Das heißt, Gelb muss jetzt auf jeden Fall zu dem... Das passt. Und... muss auf jeden Fall 2 haben. Guck mal, hier sind 2 solche Kieferdinger. Nee. Ha! Ja. So. Gut. Ja, 1 will ich nehmen. Danke. Jetzt die Schere. Ich glaube, die Schere ist schon mal verkehrt. Oder? Das passt dann mit den Beinen. Ha! Ich hab guck mal, ich habe jetzt eine Schlaufe drin, die wickelt sich gerade ab. Warte. So. So, dann haben wir jetzt das Hinterteil. Jetzt habe ich auch eine Schlaufe drin. So. Jetzt habe ich 2 drin, cool, oder? Jetzt habe ich hier wieder eine drin. Verdammt nochmal! Nein! Und sie wickeln sich ab. Gut. Blub. Nee, oder auch nicht. So, jetzt. So, jetzt aber. Richtig? Ach, da fehlt noch ein so ein Pinöpel. So, jetzt haben wir es. So, und blau. Ja. Ah, so. Hat er. Mayday! This is the captain of the Albatross. Mayday!
tides carried us near some forsaken island of the Caribbean Sea. You. Do you hear me? We've established a connection. At last. Call the Coast Guard. We need help. Our hull is badly damaged, and it looks like something has broken our propeller. Some passengers claim to see something unusually large beneath the surface. Alle habe Angst. Everyone is scared about the propeller. We're stuck here, and we don't know what's going on. We have wounded on board. Signal for help. Mayday. Oh my. The Kraken has already stopped the ship. Der Kraken hat bereits das Schiff gestoppt. Murray will try to attack and rob the ship. I have to hurry. Durch böse Geister oder so. Laut und deutlich. Okay. Ja, richtig. Gut, da sehe ich hier jetzt erstmal keins. Nee. Doch, doch. Ja? Ja. Und zwar ein Kraken an diesem querliegenden. Halt mal den Körper still. Da gehst du jetzt hoch, diesen Stock. Nee, den Stock entlang. Und da, wo die Blätter. Ah, wow. Okay. Ja, du hast recht. Verstärktes Glas. Ich kann es nicht zerbrechen, aber schneiden. Ah, mit dem Diamanten. Karte geguckt. Ist hier nur, oh ja, hier ist sogar noch was. Geheimkammer. Ach, die Münze, ja. The Siren was horrified when she heard about Murray's plans. Although she tried to reason with him, the mayor was adamant. Calliope refused to cooperate with the mayor, but was violently forced into submission in a spectacular show of power that left her exhausted for centuries. The Siren created the figurine of the Golden Octopus, which allowed a person to command the mythical monster, the Kraken. The Kraken. Kraken. The Kraken. Untergrund, was haben wir denn hier noch? Das Buch. Ach, das Buch. Ja. Den Kraken. Doch nicht. Kann ich irgendwas verschieben? Ah, jetzt kann ich was verschieben. Tja, der Kopf ist hier. Das kann man schon mal so unterschreiben. Nee. Schon eher. Das passt schon mal ganz gut. Das passt nicht. Das auch nicht. Das passt schon eher. Ich glaube, das muss noch ganz links hier. So. Okay, alles klar. Dann kann ich das auch schon wieder im Untergrund abgeben. Ups. Mayor Murray seized the Golden Octopus and began to abuse its power at his whim. The colossal Kraken was invoked by the sounding of the gong. Gong. And would attack ships passing near Kingsmouth. Damaged ships were pulled into the bay where they were robbed. And the fate of their sailors was sealed. Greedy fishermen, led by the mayor, became pirates once again. Calliope cried over the horrors in which she took part. Hm.
Dann gehen wir noch mal ein Stück weiter. Die Passagierkabine. Da ist er wieder, hier, der Background-Tänzer. You. You're not Murray. I'm sorry if I scared you. I've gone blind with rage over the decades that I've roamed this cemetery. Murray ordered the Kraken to damage my ship and then to pull it into this bay where the passengers and my crew were killed. Their persons and the ship were robbed of all valuables and the wreck was left here to rot as many others before. So ein richtig schottischer Akzent. If you free the siren, you'll bring peace to me and so many other ghosts bound to this place. Your way leads through Murray's captain cabin beneath. Help us, please. Release the siren and break the pact. Ja. Ein Seil. Was haben wir hier? Mit der Harpune, nein, schade, mit dem Dolch. Nein, auch nicht. Ja, dann. Ab nach unten. Kapitänskajüte. Was haben wir hier? Oh, noch ein Rätsel, aber da fehlt noch ein Stück. Hier habe ich wieder was zu lesen. Und ein Mosaik. Lieber in der Hölle herrschen. Okay. Jahrhunderte sind vergangen, seit ich auf dieser Galeone als Kapitän segelte. Lange vor der Zeit, als ich Bürgermeister Murray wurde. Seit ich mit meinem Boot an der Küste von Kingsmouth gestrandet bin, ziehe ich mich gelegentlich gerne in meine alte Kajüte zurück. Ich vermisse die guten alten Zeiten der Piraterie ebenso wie meine alte Galeone. Ein Freibeuter sollte bei dem bleiben, was er kann. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass Maßnahmen in Kingsmouth überhaupt nicht klappten. Im Geheimen war ich daran beteiligt, der Stadt Ruin und Armut zu bescheren. Zu einem günstigen Zeitpunkt nutzte ich die Chance und ernannte mich selbst zum Bürgermeister. Dann stattete ich dem legendären Davy Jones einen Besuch ab und vereinbarte ein Geschäft. Es war nicht einfach. Der alte Seeteufel ist nämlich unglaublich... Oh Gott. Ich weiß nicht warum. Entschuldigung. Unglaublich gerissen, aber ich bekam, was ich wollte. Ich zwang die Sirene dazu, den goldenen Oktopus zu erschaffen. Dann wurde ich zu einer neuen Art von Pirat. Ich konnte den Luxus genießen, der auf solider Grundlage basiert, und dennoch konnte ich die Wellen beherrschen. Oh Gott. Weder die Verdammnis noch ein Fischfluch werden mich dazu bringen, diese Entscheidung zu bereuen. Das Leben als gewöhnliche Landratte war so langweilig, dass ich alles gemacht hätte, um es spannender zu gestalten. Und zu den guten alten Zeiten die Piraterie zurückzukehren. Ja. Das Tagebuch von Murray beweist, dass er sich der Piraterie verschrieben hatte und alles opfern wollte, um die alten Sitten wieder einzuführen. Ja. Ein Knauf. Ach, warte mal, da war glaube ich noch eine Feder, aber die kann ich nicht mitnehmen. Warte mal hier. Und so ein Mosaik. Meiner Macht sind Grenzen gesetzt. Ich habe keine Kontrolle über den Kraken in den Nähe gelegenen Gewässern. Wir müssen jede Gelegenheit ergreifen, seltene Schiffe anzugreifen und nahe an Kingsmouth vorbeizusegeln. Die nahe an Kingsmouth, okay. Hm. Okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen, weil... Ja, Versteck, weil hier kann ich jetzt... Genau, kann ich jetzt hier die Puzzleteile dran setzen und jetzt, ja, puzzeln. Das ist auf jeden Fall schon mal kein Außenstück. Das ist schon mal ein Außenstück. Das auch. Putzeln. So, Puzzle. Das ist ein Mittelstück, das ist auch wieder außen. Ah, passt sogar. So. Dann haben wir hier auch wieder Mittelstück, außen, okay.
dahin. Dieses hier kommt dahin. Das dazwischen. Und so. Jetzt versuchen wir mal den Cries zu Ende kriegen. When the Eagle cries. Junge, dass ich ein Puzzlekönig bin, ne? Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich eine Matrize. Und mit dieser Matrize kann ich jetzt hier ein Wimmelbild lösen. Radiergummi, Taschentuch, Postkarte, Isolierband. Rechentafel. Radiergummi. So, beschädigtes Tor. Dollar. Negativ. Oh ne, Bild. Schade. Negativ. Motte. Brille. Und wo ist jetzt die Bürste? Pinsel. Wo ist denn der Pinsel? Kompass, Kompass. Isolierband. Ja, schauen wir so damit machen. Das weiß ich auch nicht mehr. Aber ich habe hier noch. Ah, stimmt, ja. Und Druckerschwärze fehlt aber noch. Druckerschwärze. Was können wir denn bei der Statue machen? Ja, im Wimmelbild, okay. Kitschspachtel. Ich weiß es nicht. Steuerrad. Peitsche. Fäustel, das ist so ein Hammer hier. Fesseln. Möwens. Möwensens. Anker. Deckel. Ein Schuh. Ja, das ist unten im Kessel. Perle. Ja, das ist wahrscheinlich in der Muschel drinne. Gefäß. Okay, Laterne, Fesseln und Kitschspachtel. Laterne, Fesseln, Laterne, Kitschspachtel. Achso. Ah, tatsächlich. Und wir kriegen ein Fäustel. Wofür auch immer. Oh nein. Oh, er ist weg. The chest is gone. I can only hope my ally got it before the mayor did. Oh nein. The chest is gone. I can only hope my ally got it before the mayor did. The chest is gone. I can only hope my ally got it before the mayor did. The chest is gone. The chest is gone. I can only hope my ally got it before the mayor did. Before the mayor did.
Yeah. Oh Gott sei Dank ist das kein Schieberätsel. Ja. Okay, mal wieder Außenstücken. So, das kommt nach oben. Das kommt nach oben. Das kommt nach oben. Warte doch kurz. Junge, was ich bin so ein geiler Typ, ne? Die Legende ist wahr. Davy Jones ist wohlauf. Er ist ein magisches Wesen, der Wünsche in Verträgen erfüllt, die im Kleingedruckten jedoch stets einen Haken mit schrecklichen Folgen haben. Nur ein wahrer Seewolf kann in einer argen Notlage Davy Jones oder Davy heraufbeschwören, indem er seinen Namen in die sieben Winde ruft. Man sollte sich das allerdings gut überlegen. Davy Jones, Davy Jones. Wenn du dich auf Davy Jones einlässt, solltest du nicht vergessen, dass er ein gerissener und heimtückischer Seeteufel ist. Ein richtiger Seeteufel. Sei nicht überrascht, wenn deine Wünsche auf seltsame Weise in Erfüllung gehen. Wenn du dich nicht an den Pakt hältst, wird er dir alle Macht und deinen Reichtum nehmen und du musst mit den Konsequenzen leben. Richtiger Seebär. Ja. Wenn du dich in die Geschäfte von Davy Jones oder Davy einmischst, solltest du dich auf ein Treffen mit dem Teufel höchstpersönlich vorbereiten. Er mag keine Wichtigtour. Es muss eine Lösung geben, den Betrüger... Betrügen, Murray wahrscheinlich. Murray hat wohl gedacht, dass er den Teufel austricksen und noch mehr Macht erlangen könnte. Tja. Was jetzt? Achso. Brunnen. Hier gibt's wieder ein Wimmelbild, Junge. Wir werden jetzt hier mit Wimmelbildern überhäuft. Weinschlauch. Führen wir denn hier einen Weinschlauch? Bagels habe ich auf jeden Fall gefunden. Hosenträger, eine Brezel habe ich gefunden. Eine Brezen. Eine Brezen. Und eine Wurst. Aber einen Globus. Tasche, Stethoskop. Eine Mabuschka hier. Rahmen. Pfeife. Hahnpfeife, was ist das denn? Weinschlauch und Masche. Okay, ja, natürlich. Kessel. So, Masche und Weinschlauch brauchen wir noch. Masche, was eigentlich eine Fliege war, aber okay. Weinschlauch. Ist bestimmt wieder schlecht übersetzt. Wieder irgendwas anderes. Oh, doch nicht. Stethoskop. Damit können wir jetzt zu dem Safe gehen. Oder zu tausend anderen Sachen. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal den Knauf. Und finden ein Passagierslogbuch. Jules Verne tatsächlich. Easter Egg und so. Von Edgar Allan Poe, der Schließfachcode ist 11.9.49.18. Er hat doch hier viel so mit Cthulhu und sowas, hat er doch viel geschrieben. Oh, tatsächlich, ja, die Unglückszahl. Ja.
Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe? Das ist auch so. Nee, ich weiß nicht, es ist halt so kryptisch düster. Ganz komisch. Das ist so ein ganz typischer eigener Stil. Und er hat ja viel so mit diesem. Ja, und diesem Cthulhu und sowas, da ist er ja ganz groß dabei. Und halt viel so, ja, ich weiß nicht, so. Der Gegenteil von lebensbejahend, der ist so viel so düster und viel mit Tod und. Ja, genau. Oh, er hat ja auch hier, wie hieß denn der? Da gibt es ja auch so einen Roman, den habe ich auch mal als Verfilmung gesehen. Krähe immer nein oder so hieß der. Gott, wie hieß der denn? Warte mal. Und dann saß die Krähe oder Rabe immer nein oder so. Der Rabe, ja. Und der Rabe, das war. Gott, wie denn war das immer? Da hat man immer gelesen. Oben auf dem Türsams saß der Rabe. Der Rabe immer nein. Nein, nein. Immer sowas. Hatte ich mal gelesen gehabt. War so ein Taschenbuch. Und irgendwann hat sich dann der. Hat Simpsons auch verfilmt tatsächlich, war ganz lustig. Und irgendwann hat sich dann der Hausbesitzer, der Wirt, hat sich dann irgendwann selber umgebracht. Nee, ist dadurch verrückt geworden. Weil er immer weggeflogen hat. Nein, nein, und ich werde dich erschlagen, o edler Rabe. Nein, nein. Ist ja immer sowas. Irgendwas schon ewig her, da war ich so 20 oder so. Ja, vor 13 Jahren. So, hier ist wahrscheinlich der Ring. Nein, schade. Achso, das ist Ziffernscheibe. Ja, gehen wir mal in die Passagierkabine. Ah. Hiermit kann ich den Schrank kaputt machen und finde ein Mannschaftsmitglied. Er starb aber an Dehydration, bevor ihn die Prätorianer finden konnten. Hier haben wir die Ziffernscheibe. Mal auf hier. Edgar Allan Poe. Aber das wäre auch so richtig, dieses Setting wäre so typisch eher irgendwie. Ja, düster, aber halt auch so irgendwie. Das wäre genauso sein Ding, glaube ich. Der Griff wird sich erst bewegen lassen, wenn ich die richtige Zahlenfolge angegeben habe. Ach so, ja, warte mal. Mit 6 fängt es an. Warte mal, dann. Müssen wir nochmal zurück und gucken. Ja, warte. Mit 6 fängt es an. Hier, T. Williams. 6, 7, 8, 9. Schätze ich jetzt mal, weil am Anfang ja die 6 ist. Zumindest ist das jetzt eine Vermutung. Ach so, ach du Scheiße. Kennst du das Spiel Mastermind? 1 richtig, die Position ist richtig, aber Zahl falsch, irgendwie sowas. Das ist, okay, also ist 2 sind richtig, 4 sind falsch. 2 sind richtig, also wahrscheinlich die 8 ist richtig. Das probieren wir jetzt nochmal. Mit 1x8 und 1x0, das kann ja nämlich auch noch sein. Und die 9 kann auch noch sein. So, dann probieren wir jetzt nochmal die 1.
Achso, geht nicht. Okay, dann die 2 und die 3. Okay, also 2 von denen sind wieder richtig. 1, 2, 3 ist wahrscheinlich falsch. Dann nehmen wir jetzt mal nur die 8. Nicht die 9 und nicht die 0. Nehmen die 4. Die 5. Die 6 und die 7. Ja. Und die 8. Ah, jetzt geht's los. Okay. Also, die 4. Versuche durch Drehne zu verfolgen, nach rechts und links die korrekte zu verfolgen, den Safe kommen in Erfahrung zu bringen und öffne den Safe dann. Die 4 ist richtig, das heißt, und anscheinend sogar an der richtigen Stelle. Das heißt, die 8, 5, 6, 7. Dann probieren wir jetzt mal. Ja, okay, 0 geht nicht, also 9, dann die 4. Was soll das hier oben? Oder, ach, okay. Die 6 kommt als erstes. Das ist eine kleine Hilfestellung. Okay, alles klar. Also 4 ist richtig und 0 ist richtig an der Stelle. Also 6 am Anfang. 6. Dann die 4. Dann wissen wir es nicht. Nee, wissen wir nicht. Machen wir mal die... Die 5 ist nicht richtig. Dann mal die 7. Die 7, dann die 5. Dann die 0. Und jetzt ist Raten. 8 vielleicht. Okay, also die 7... Und die 8 muss getauscht werden. 6. 4. 8. 5. 0. Und die 7. Mastermind. Ja, ich hab das. Ja. Weil ich ja schon ordentlich was Intos habe. Glühwein. Ja, und Friesentee. Friesentee mit Rum. Mit Rum. Klebrig. Von Lea. Klebriges Harz. Wo müssen wir denn jetzt hin? In die Passagierkabine. Was gibt's denn hier noch? Herr Robertson. Kacke den Code der Gepäcksluke. Benutze die Ziffern, um 4 Berechnungen anzustellen, sodass die Ergebnisse mit dem Passwort zur Luke übereinstimmen. Hä? Achso, 13, 8, 21 und 3. Plus. 9 plus 4 sind 13. Okay, geht schon mal nicht. Dann muss es 5 plus 8 sein. 21. 7 mal 4. Ups, war schon einmal zu viel. Entschuldigung. Und jetzt noch die 3. 6 geteilt durch 2. So. Oh, hä? Was haben wir denn hier? Ein Wimmel. Gott sei Dank. Medaillon. Medaillon. Ne, ist so eine Muschel. Bonbon. Hier mein Bonbon. Eine Pfeife. Fingerhut. Pfeife. Brille halb kaputt. Liste. Tinte. Soll ich in den Koffer drin kommen? Ja. Kann man auch machen, bitte.
Na also. Brille mit Brille ist wieder heile. Wunderbar. Ich sollte. Hä, die ist doch heile. Nee. Geht schon, lineal. Kann ich aber irgendwie nicht. Also bestimmt, aber kann ich gerade irgendwie nicht. Fliege, Fliege ist hier. So, Brille. Wie mache ich die Brille heile? Irgendwo so ein Stück Kleber. Ja, ich kann sie ja nicht bewegen. Ich sollte diese Brille reparieren. Ja, womit? Ist eher die Frage. Kleber. Ah, da war ein Stück Tesafilm. Natürlich, natürlich. Ein Druckerschwert. Ah, ich weiß schon, wohin damit. So ein kleines Fläschchen macht da so ein riesen Glas voll. Ist klar. So, Start. Ah. Ringmuster. Stelle die Beweise zusammen. Siehst du, Collectibles, da muss ich nochmal dran denken. Das heißt, wir fangen mal bei der Brücke an, gehen mal eins weiter und suchen da nach dem Kraken. Mich würde jetzt auch mal interessieren, wo hier am Anfang überall die Seepferdchen sind. So viele Schiffswrack, was verursachte das Chaos. Ein riesiger Leuchtturm. Ja, aber irgendwo müssen sie ja sein, hier am Anfang. Ein Seepferdchen fehlt mir noch. Oh. Das heißt, irgendwo muss noch ein Seepferdchen sein. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Papagei. Da wird hier wahrscheinlich mehr auch nicht sein. Wahrscheinlich mal pro, wenn dann eins Ding sein, so ein Collectible-Teil. Eine Taverne. Ich glaube, hier habe ich schon was gefunden gehabt. Well, if you want to denounce me before the mayor, at least let me finish the bottle. Ich muss schon mal gehen. Ah, guck mal. Da war noch ein Papagei. Da ist der Oktopus. Nee. Nee, aber hier so Goldzeugs. Ach, das sind die. Das sind einfach nur Achievements. Schalte alle weiteren Leistungen frei. Dann Oktopus. Ich glaube, nur die drei gibt's hier. Ah, das ist auch wieder Collectible-Kram. Also die drei. Papagei, ein Oktopus und silberne Seepferdchen irgendwas. Gut, gehen wir mal weiter. Ich glaube genau hier hatte ich das schon mit diesem Wackeln daran schon freigeschaltet. Und
damit. Schon was gefunden habe, das weiß ich. Vielleicht finden wir das alles auch noch, kann ja auch sein. Ja. Aber das ist doch geil. Tatsächlich. Sehr gutes Auge, sehr gutes Auge. Bin mal interessiert, wo dieser letzte. Das letzte Seepferdchen ist. Naja. Dann sind wir ja hier eh schon so weit durch. Hier könnte noch was sein. Könnte. Da ist ein Oktopus. Na, vielleicht kriegt die Collectibles doch zusammen. Mal gucken. Hier haben wir schon abgegrast. Oha! There you are. I brought both the chest and this little fellow. He squirmed and complained all the way through the cemetery, but here we are. I take it you found some golden fish tokens. That's good. We need them all to open the chest. Do you know where we are? This is Murray's ship. Before he was the mayor, he was a fearsome pirate. When we founded Kingsmouth, we gave up on sailing. And piracy. At least, most of us did. Behind these doors is where Murray locks up people who oppose him. He used to hold the siren there. If we're lucky, Calliope will be in. Und nun dreh die Kreise, bis es dem Abdruck entspricht. Setze dann beide Reliefs korrekt zusammen und nütze dafür die Hinweise des Motivs in der Mitte. Aha.
Ja, nein. Ja, aber guck mal, hier ist es auf jeden Fall die Meerjungfrau hier. Und hier oben ist beflügelt. Was soll das denn sein? Hm. Ah, okay. Ja, Kraken, Muschel. Was soll eine Muschel sein? Oh Herr, da ist er ja. Der alte Bürgermeister. Ein Leitstern freigeschaltet. Calliope was here, but we're too late. Murray probably moved her to his quarters so we can keep a closer eye on her. We can't give up yet. You'll be safe here if you pretend to be one of the kitchen maids, but I need a disguise to infiltrate the upper floors. Could you look around for a Praetorian uniform that I could use? Then I'll be able to sneak inside the lighthouse and help you. Until then, you're on your own. Be careful. Da fehlt ein Auge. Ah, hier ist ein Wimmelbild. Metallkugel. Da. Brandeisen. Maus. Ah, da. Ich habe auch eine Schlange oder so, glaube ich, gefunden. Eine Viper. Eine Viper. Mausefalle. Mausefalle, Mausefalle, Mausefalle. Da ist irgendwas. Mause. Da Streichhölzer, okay. Dann habe ich wahrscheinlich jetzt die Laterne gefunden. Ach, eine Motte. Ich bin immer noch beim Mauseschloss. Nein. Bärenfalle. Ich weiß trotzdem nicht, wo diese Mausefalle ist. Da! So, Luftpumpe, die habe ich schon gesehen. Medaille. 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 Da ist die Medaille. Trichter. Fackel. Eine Drahtbürste. Kette. Ich sollte die feste Lösung im Gefangenen freilassen, ja. Warte mal. So, die letzte Kette. Wo finden wir die denn? Da. Ein Kettenhaufen. Wir bekommen eine Kette. I can't help you until you procure me a Praetorian uniform. Wow. Quietsch, 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 quietsch. Für die Zelle braucht man den passenden Schlüssel oder den passenden Dietrich. Ich suche mal nach dem Schlüssel. Ohne irgendwo, nein. Oh, kann auch direkt am Hoch gehen, okay. Da ist auf jeden Fall schon mal der Oktopus. Findet man hier eigentlich irgendwas? Ja, da. Keine Ahnung, nö. Der Deckel ist vernagelt. Eine Ärztetasche. Noch eine Kette. Hm.
Okay, ich kann also nur hier irgendwas erledigen. Klebriges Harz. Aha. Küche. Da ist der Oktopus. Die restlichen findet man gar nicht mehr. Nun ja, gucken wir mal. Ich kann den Deckel der Kaffeedose mit etwas Spitzen aufstemmen. Aufstemmen? Na, eine Kaffeebohne. Kaffeesymbol. Aber hier, Kaffee à la Murray. Bring kristallklares Wasser vom Eisblock zum Kochen. Mahle Kaffeebohnen aus dem Lagerraum, gib 2 Löffel Mokka in die Tasse und genieße dann das Wasser. Gieße dann das Wasser dazu, erfreue den Gaumen des Trinkers. So. Kristallklares Wasser. Die Kaffeemühle ist kaputt und nutze. Ich brauche eine neue Korrektur, eine neue gestohlene Mühle. Ja. Gut, hier kann ich erstmal keinen Kaffee kochen. Was soll ich hier machen? Ein Blumenstängel, eine Flasche Wasserstoffperoxid und Goldflocken. Schlüssel. Wofür sind die? Ach, tatsächlich. H2O2. Wasserstoffperoxid. Vier Götzen, einer fehlt. Und ein Wimmelbild. Ist auch schon ein bisschen müde, ne? Ich auch, ich werde auch nicht mehr so lange machen. Ja, machen wir jetzt noch das Wimmelbild und dann ist auch gut für heute, ist die Zeit eh rum. Küchen, warte, da ist was, ja, und hier. Das. Das kann man noch nicht mal benennen. Das sind so Sachen halt. Aber ich habe. Ne, eins fehlt noch. Hab fast alles gefunden. Da, jetzt habe ich alles. Und kriege eine Heckenschere? Oh ja, tatsächlich. Gut, dann. Da wir die Zeit jetzt schon erreicht haben, unsere knappe, gute Stunde, wie auch immer, ungefähre Stunde, würde ich sagen, wir beenden mal den Part. Wir sind auch ziemlich gerade geistig am Ende. Und ja, ihr könnt ja mal einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich immer überhaupt jegliche Aktivität. Ich finde es mal ganz schön, wenn man so irgendwie Rückmeldung kriegt und so ein bisschen zusammenspielen kann oder das Ganze so ein bisschen, sag ich mal, einfließen lassen kann. Deswegen ruhig mal Kommentare schreiben. Ich lese mir den in jedem Falle durch und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.